eigentlich für das Papier mein großer Impulsgeber. So, aber das soll es zu Adidas erstmal gewesen sein. Bilfinger haben wir ja auch schon hier im Hintergrund aufgerufen. Ist auch nicht gerade besonders erfreulich, darüber zu berichten. Aber das hier vor allem aus fundamentalen Gesichtspunkten. Und zwar macht die Energiewende dem Unternehmen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung, besonders durch die Gewinnrechnung. Das Unternehmen musste eine Gewinnwarnung rausgeben. Man hatte ja eigentlich hatte Roland Koch sich im Mai noch sehr positiv geäußert und hat hohe Gewinnziele gesteckt. Die Prognose nochmal bekräftigt im Mai, wie gesagt, das ist wirklich noch nicht lange her. Und das ist jetzt wieder alles ad acta gelegt worden. Man hatte damals ein EBITDA, also ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in Höhe von 419 Millionen Euro anvisiert. Das ist nicht mehr zu halten. Diesen Gewinn wird man nicht steigern können. Es wird ein Ergebnis hier im Bereich von 380 bis ungefähr 400 Millionen Euro angepeilt. 0,5% ging es gestern für die Aktie nach unten. Man bleibt damit weiterhin unterhalb des 200-Tage-Trends. Dieses Verkaufssignal, das wurde schon Mitte Juni ausgelöst. Es gab dann vor wenigen Tagen mal den Versuch, diese Linie wieder nach oben zu überschreiten. Das hat leider nicht gefruchtet. Nach wie vor unterhalb des 200-Tage-Trends. Allerdings scheint hier im Bereich von 83 Euro auch ein gewisser Boden sich noch abzuzeichnen. Aufwärtstrend der vergangenen Monate ist auch nicht mehr in dieser schönen, reinen Form gegeben. Wir haben schon noch steigende Hochpunkte, aber dieser eigentlich relativ saubere Trend, den wir hier bis Mitte April gesehen haben, ist in dieser Form nicht mehr vorhanden. Da wurde schon mal ein erstes negatives Signal generiert, was jetzt zuletzt noch mal dann ordentlich bestätigt wurde durch den 200-Tage-Trend. So ganz ausgegoren und ganz entschieden ist die Sache hier aber noch nicht. Dazu ist man noch viel zu eng daran. Dazu ist auch der Abschlag noch nicht groß genug. Deswegen muss man das gerade wirklich sehr gut im Auge behalten. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns dennoch innerhalb eines intakten Verkaufssignals bewegen. Auch dieser Abwärtstrend ist nach wie vor intakt, müsste schon mindestens wieder hier in den Bereich von ungefähr 85 Euro vordringen, um hier wieder mal, für Entwarnung zu sorgen. Und natürlich muss man natürlich auch einschätzen können, inwiefern sich diese Gewinnwarnung jetzt bemerkbar macht und inwiefern die natürlich auch das weitere Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen könnte. Die letzten drei Jahre sehen eigentlich ganz nett aus und man sieht auch, dass es charttechnisch oft einmal solche Formationen gab. Immer in Anschluss an einen Hochpunkt war auch oft eine Konsolidierung angesagt. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Bewegt sich auch alles gerade noch im Rahmen, auch unterhalb des 200-Tage-Trends. Also hier muss man natürlich noch ein bisschen abwarten, wie sich die nächsten Tage dann nach dieser Gewinnwarnung sind. Ganz kurze Pause, liebe Zuschauer.